Ja, hallo, herzlich willkommen zum YouTube Organic Marketing Bootcamp Tag Nummer 4, der vorletzte Tag. Ja, was machen wir heute Schönes? Heute geht es um den Teil nochmal. Wir haben ja gestern ein YouTube-Video hochgeladen zu YouTube. Und heute geht es halt darum, was wir alles mit dem Video noch machen können. Das Tagging, die Einstellung, SEO-Optimierung und so weiter und so weiter. Da wollen wir uns heute mit beschäftigen. Den Titel werden wir bearbeiten, die Beschreibung wollen wir bearbeiten, gucken uns nochmal das Thumbnail an, dann wie man veröffentlicht auf YouTube und ja, hat immer alles so ein bisschen mit SEO-Optimierung zu tun. Das zieht sich so ein bisschen durch und wird hier und da dann nachher auch nochmal wieder beim Tagging und so weiter angesprochen, aber auch schon beim Titel und so. Ja, darum soll es auch heute gehen. Ich gebe einfach mal wieder hier meinen Bildschirm frei und wir gehen mal rüber zu YouTube. So, das mal einmal so ein bisschen rüberschieben. Das hier machen wir noch mal ein bisschen größer wieder. Ja, das bringt jetzt auch nicht viel von der Ansicht her. Okay, gut. Wir sind gestern stehen geblieben hier. Also wir sind hier wieder im Builder All Deutsch Bootcamps Kanal, YouTube-Kanal. Und da haben wir gestern dieses Video hochgeladen. Command and Control How To. Ja, jetzt gehe ich hier wieder drauf mit einem Linksklick, um in das Video in die Bearbeitung zu kommen. Jetzt hatten wir gestern hier eben einen Titel vergeben. Wie gesagt, da nochmal mal wieder der Hinweis, was für einen Titel suche ich? Also der Titel sollte folgende Anforderungen unbedingt erfüllen. Der sollte die Aufmerksamkeit ziehen und erhöhen. Und wichtig ist, dass ihr im Titel den Inhalt prägnant beschreibt. Worum geht es in dem Video? Also ich habe mir hier mal zwei Beispiele zu aufgeschrieben. Wenn ich jetzt ein Video machen würde, wo ich zeige, wie man eine Zylinderkopfdichtung von einem bestimmten Motor repariert. Nur mal so als Beispiel. Ich glaube, daran kann man das ganz gut vielleicht nachvollziehen. Ein schlechter Titel hier oben wäre, wie man einen Motor repariert. Warum ist das ein schlechter Titel? Naja, weil wie man Motor repariert, da gibt es zig Millionen verschiedene Motoren und wahrscheinlich auch zig Millionen verschiedene Videos zu. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich, der jetzt einen kaputten Motor hat und diese Dichtung wechseln möchte, damit das Video finde, ist sehr gering. Darum wäre das kein guter Titel. Ein besserer Titel wäre da zum Beispiel Zylinderkopfdichtung am M106 Mercedes-Motor oder sowas, weiß ich, sowas tauschen. Den gibt es jetzt nicht. Nicht, dass da einer nachguckt. Ja, das soll nur ein Beispiel sein. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch dieses Video gefunden wird, weil derjenige, der so eine Zylinderkopfdichtung tauscht, weiß, was für einen Motor der hat oder muss wissen, was er für einen Motor hat, weil sonst kriegt er auch das passende Ersatzteil und so weiter nicht. Und der sucht dann auch nach dieser Bezeichnung, nach Möglichkeit, damit er genau auch sieht, wie genau sein Motor zerlegt wird und nicht ein vielleicht ähnlicher. Das mag zwar manchmal auch helfen, aber gerade jetzt im Bereich Motoren ist das manchmal so komplex, dass das nicht einfach übertragbar ist. Zum Beispiel bei einem Vier- oder Sechszylinder-Motor ist das ein V-Motor, ein Reihenmotor oder was auch immer. Ja, nur mal so als Beispiel. Und darum wäre dieser Titel eben nur Motor reparieren, der wäre nicht gut. Seid da ruhig spezifisch, dass man das auch findet, was man sucht. Ja, genau wie jetzt hier Command and Control How To. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so der super Titel. Okay, das zum Titel nochmal. Ja, dann nach Möglichkeit baut auch eben der Keyword mit in den Titel ein. Also ihr beschäftigt euch ja jetzt in der Regel meistens erstmal irgendwie mit Bilder All oder sowas. Genau, dann wäre hier halt irgendwie Bilder All mit dem Titel drin. How to oder wie man mit Bilder All eine Webseite erstellt oder wie man mit Bilder All einen Chatbot baut oder wie man mit Bilder All einen Funnel macht und, und. Ja, dann ist das spezifisch und wäre ein guter Titel. Wenn Builder All euer Keyword ist und vielleicht Builder All Sales Funnel, dann würde ich in den Titel schreiben, wie man mit Builder All ein Sales Funnel herstellt. Dann habe ich alle meine Keywords in dem Titel. Der Titel liest sich gut, ist prägnant und ich weiß, worum es im Video geht. Okay, ja, das soll jetzt wirklich aber dann zum Titel auch reichen. So, dann kommen wir zum eigentlich noch wichtigeren Punkt hier der Beschreibung. Wir haben gestern, glaube ich, schon mal gesagt, ja, hier, man kann hier 5000 Zeichen eingeben. Das ist eine ganze
eine ganze Reihe. Und wir haben ja gestern auch einfach mal hier was reinkopiert aus dem Bilderall-Kanal an Beschreibung. Wie würde ich jetzt grundsätzlich vorgehen? Ich lösche jetzt erstmal hier den ganzen Kladderadatsch hier wieder raus. Das war gestern ja nur mal exemplarisch. So, und jetzt, wie fange ich in der Beschreibung an? In der Regel würde ich hier auch wieder das Keyword nennen. Wir nehmen mal einfach, jetzt ist das Video hier zwar ein anderes, aber wir nehmen mal einfach, glaube ich, dieses Beispiel mit Bilderall, wie man mit Bilderall einen Sales Funnel herstellt. So, das würde ich mir hier jetzt vielleicht auch wieder reinkopieren. Dann habe ich nämlich auch automatisch hier meine Keywords auch schon wieder drin, wie man mit Bilderall ein Sales Funnel herstellt. Und jetzt könnte ich hier was noch dazu hinterschreiben. Zum Beispiel in weniger als 15 Minuten. So, und dann würde ich hergehen, wenn ihr jetzt Bilderall Affiliate Partner seid, dann fügt hier schon mal euren Affiliate-Link ein. Und dieser Affiliate-Link sollte auch als vollwertiger Link da drin stehen. Das ist ganz wichtig. Also, ich habe jetzt, mein Affiliate-Link ist zum Beispiel irgendwie Bilderall Quickstart oder so. Jetzt, wenn ich hier Bilderall oder sagen wir mal Bilderall Deutsch, bilderalldeutsch.de einfach eingebe und drücke Enter, dann seht ihr, dann wird ja auch nicht blau unterlegt. Also es muss ein vollwertiger Link sein. Das hier, bilderalldeutsch.de, reicht nicht aus. Vollwertiger Link heißt, das HTTPS gehört davor mit dem Doppelpunkt und dem Vorslash. Und nimmt das jetzt auch noch nicht. Das heißt, er will das www auch noch sehen. Und so sollte er es eigentlich nehmen. Ich weiß nicht, ob das ohne www nimmt in der Beschreibung. Doch, müsste eigentlich auch können. Normal müsste es ausreichen, wenn das HTTPS mit dem Doppelpunkt und dem zweimal Vorslash da steht. Das sollte eigentlich reichen. Wir sehen uns das gleich nochmal in der Ansicht an. Und ja, warum hier jetzt den Affiliate-Link hin? Kommen wir auch gleich zu. Also ich schreibe dann hier zum Beispiel hin, hier die kostenlose, das würde ich so eigentlich nicht wirklich schreiben. Ich mache mal das, auch wie ich das wirklich schreiben würde. Dann könnt ihr das ein Stück weit vielleicht übernehmen. Das soll eigentlich nicht jeder dasselbe da hinschreiben, aber dann habt ihr ein realeres Beispiel. Ich würde jetzt hier hinschreiben, komm in mein Team. So, und dann würde ich hier einfügen den Link von unserem Magic Funnel. Bei der Gelegenheit möchte ich nochmal an die Testimonial-Videos erinnern. Mir fehlen immer noch mindestens zwei, bräuchte ich noch. Ja, die noch keins gemacht haben, können sich auch gerne absprechen. Ich bräuchte also mindestens noch zwei, bitte, wenn es geht. Und es wäre auch schön, wenn das noch wieder bis zum Wochenende klappen würde, damit wir unseren Magic Funnel dann auch mal online kriegen. Weil ihr seht, wenn ihr auch jetzt euren YouTube-Kanal machen wollt und stellt Videos online für die Beschreibung, wäre es schon gut, wenn auch jeder einen vernünftigen Link da hat. Dann brauchen wir nicht immer nur mit dem Bilderall Affiliate-Link arbeiten. Ansonsten, ich zeige das auch hier gerne nochmal eben, für die da nicht so bewandert sind. Wir gehen jetzt einmal rüber ins Bilderall, in mein Bilderall-Dashboard, beziehungsweise in das von Alex. Und dort gehe ich hier auf Ambassador, bei an den anderen heißt das Business oder Partner oder irgendwie so. Und da gibt es hier den Werbefunnels-Button. Dafür müsst ihr jetzt, wenn Leute zugucken, die hier nicht bei uns in der Gruppe sind, dafür müsst ihr hier oben Bilderall-Partner sein. Das kostet $50 jährlich. Dann habt ihr auch diese Affiliate-Links hier zur Verfügung. Und jetzt gibt es hier die verschiedensten und ich würde zum Beispiel nehmen dann hier den aus der 7-Tage-Demo. Na, nur wenn man einen Magic Funnel hat, so wie wir den haben, hier für unsere Gruppe, der ist natürlich um Längen besser wie hier der normale Bilderall-Funnel. Ich kann da ja mal draufklicken, öffnen wir mal. Wie sieht die Seite aus, die dahinter ist? Ja, dann würden die
hierher geleitet werden. Und wenn ihr unter das Video hier den Magic Funnel Link setzt, würden die durch euren Magic Funnel geleitet. Der hat natürlich nochmal wieder den Vorteil, dass wenn die sich eintragen, automatisch in der 7-Tage-Testversion sind automatisch bei uns in der Facebook-Gruppe, sind automatisch für den Member-Bereich freigeschaltet, wo sie sich die ganzen Zusatztools und Sachen runterladen können und so weiter. Darum würde ich auch immer so vorgehen. Und hier als erstes kommen mein Team. Ja, und dann da euren Magic Funnel Link hinmachen. Dann finde ich nochmal wichtig, wenn man hier irgendwelche Affiliate-Links unter den Videos platziert, denkt bitte an die DSGVO. Ich würde da auch mal einen Disclaimer machen. Das heißt, im Zweifelsfalle mache ich hier hinten dran mal ein Sternchen. Ja, und mit diesem Sternchen erkläre ich nachher nochmal, wofür das dann gut ist. So, das wäre aber so, wie ich es aufbauen würde. Der Titel, ein aussagefähiger Titel. Dann hier die Beschreibung, nochmal den Titel, um irgendwas erweitert. Seid da kreativ. Und dann komm in mein Team, bildeolldeutsch.de. Ihr könnt auch noch zusätzlich, wer hier mit Emojis arbeiten will, auch das wäre hier möglich. Keine Ahnung, komm in mein Team, machen wir mal hier so einen Pfeil nach unten, so nach da. Dann ist das vielleicht manchmal auch so ein bisschen, ja, das lockert so ein bisschen das Ganze auf. Dann würde ich jetzt hier drunter eine Videobeschreibung, worum es nochmal genau in dem Video geht. In diesem Video zeige ich mit Bilderall, wie man einen Sales Funnel herstellt. Wir durchlaufen dafür 3 einfache Schritte. Oh. Ja, und so weiter und so weiter und so weiter. Da müsst ihr jetzt ein bisschen kreativ werden. Und auch hier ist es natürlich wieder sinnvoll, das ein oder andere Mal hier eure Keywörter zu benutzen. Bilderall sehen wir hier wieder und wir hatten gesagt Sales Funnel. Ja, das steht hier dann auch schon wieder drin. Macht aber jetzt nicht Bilderall Sales Funnel, so dass man den Text nicht mehr lesen kann und das störend wirkt. Das ist dann nicht gut. Also es sollte schon noch auch einen sinnvollen Text ergeben und so ein bisschen, ja, nett noch zu lesen sein. Also überfrachtet das auch nicht, aber es ist schon clever hier die Keywords auch zu benutzen und genauso gilt das für euer Video, das ihr herstellt. Wie gesagt, den Dateinamen würde ich dann für dieses Upload-Video, bevor ich das Video zu YouTube hochlade, würde ich den Dateinamen auf meinem Rechner oder in meinem Bildbearbeitungsprogramm auch schon Bilderall Sales Funnel herstellen. .mpeg nennen. Ja? Das ist dann schon das erste SEO, was ihr habt. Dann hier das nächste Mal SEO hier oben im Titel. Dann das nächste Mal SEO hier in der Beschreibung. Hier dann nochmal wieder. Dann wird das noch 10, 20 Mal genannt. So habt ihr relativ häufig euer Keyword verwendet. Und genauso nachher beim Upload hier des Thumbnails. Ja, das nenne ich dann auch Bilderall Sales Funnel Thumbnail. Okay, dann habt ihr da auch wieder eure Keywörter und euer SEO komplett erfüllt. So, wir waren in der Beschreibung stehen geblieben, also das mal nur so kurz zwischendurch. Schreibt hier jetzt ruhig ordentlich Prosa rein. Ihr habt jede Menge Platz. Und ich kennzeichne das mal hier so ein bisschen mit Punkt, 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 dass ihr da ein bisschen was tun müsst. Okay, und jetzt mache mir immer unter die Videos so Standardelemente und das kann ich euch auch nur empfehlen, das immer so zu handhaben. Und diese Standardelemente kann ich morgen nochmal zeigen, wie man die über alle Videos hinweg auch anwenden kann. Wenn man also jetzt schon mehrere hochgeladen hat und möchte nachträglich diese Standardelemente unten drunter packen unter seine Videos in den Kanal, dann geht auch das, da kommen wir dann aber morgen nochmal drauf. Ja, dann würde ich hier jetzt, also ihr seht, das hat bei mir einen bestimmten Aufbau auch, ne? Hier erst die Kurzbeschreibung. Dann euer Affiliate-Link, ganz wichtig, den hier auch hier oben zu setzen. Kommen wir gleich nochmal zu, warum. Dann die Videobeschreibung und dann würde ich hier Verlinkung, schreibe ich mal rein.
Das schreibe ich mal hier so ein bisschen vielleicht in Großverlinkung der anderen Videos. Wenn das so wie bei unseren Bootcamps eine Videoreihe ist, also 1, 2, 3, 5 Videos gibt, oder bei den ersten Bootcamps waren es ja mal 7 Tage, also 7 Videos, dann packe ich immer den Link vom Nachfolgevideo auch hier mit rein. Ja, und eventuell von allen anderen auch. Erstens macht ihr es euren Nutzern einfacher, euren Videos zu folgen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass YouTube eine Verknüpfung untereinander auch herstellt und ihr nachher, gibt es ja hier in YouTube hier rechts, diese vorgeschlagenen Videos, dass ihr da dann mit den anderen Videos, die hier verlinkt sind, auftaucht, die Wahrscheinlichkeit wird höher. Manchmal hinkt das auch so ein bisschen, das klappt nicht immer, aber ich würde nicht drauf verzichten wollen, sagen wir es mal so. Okay, Verlinkung der anderen Videos schreibe ich hier mal exemplarisch mal dreimal rein, falls ihr mehrere habt, dass ihr dran denkt. Und ja, dann kommt jetzt wieder ein neuer Absatz. Ihr könnt das auch mit die Sachen hier unterteilen und trennen. Also das ist manchmal auch gar nicht schlecht, dass man zum Beispiel hier so eine Strichellinie durchmacht, wer das mag. Dann wird es manchmal auch ein bisschen besser leserlich. Wenn man da allerdings zu viel von reinhaut, sieht es manchmal auch, es kann auch sehr schnell trashig und spammig und scammig wirken. Ich mache das hier mal so ein bisschen größer. Das ist hier vielleicht dann auch nicht gut. Dann sehen wir nachher schon den Linkslink nicht mehr. Lass das mal so. Ja, dann nehmen wir den hier vielleicht auch wieder raus. Verlinkung. Da mache ich nochmal so einen Trenner zwischen. Und pielen wir den mal. Dann geht das ein bisschen schneller. Hier machen wir auch mal einen Trenner zwischen. Und jetzt würde ich hier einen Bereich reinmachen, weil Leute, die Digital Marketing machen und eure Kanäle verfolgen, also wenn der Kanal mit diesem Thema zu tun hat, aber wenn ich mit Gärtnern zu tun hätte, würde ich ähnlich handeln. Ich komme da drauf. Und zwar, ich würde hier jetzt schreiben, mit diesen Tools habe ich meine Videos erstellt oder erstelle ich mit diesen Tools, das klingt noch ein bisschen besser, erstelle ich meine Videos. Und jetzt könnt ihr hier zum Beispiel, was weiß ich, Kamera ist dann, und hier macht er dann jetzt auch wieder eure Affiliate-Links rein von Amazon. Sofern ihr bitte ein Gewerbe anmelden, sonst geht das bei Amazon nicht. Bei Amazon muss man ein Gewerbe angemeldet haben, um Amazon Affiliate-Partner sein zu können. Da ihr aber ja im Online-Marketing durchstartet, sollte das kein Problem sein. Braucht ihr lang, auf kurz oder lang eine Gewerbeanmeldung. Insofern, nehmt ihr dann eure Amazon-Links und packt die hier rein. Hier, was weiß ich, Amazon schreibe ich mal rein. Amazon.com. XYZ Produkt. Ja, und auch da gehört wieder das Sternchen dran, weil das ein Affiliate-Link ist. Wir kopieren das hier nochmal, fügen hier, das noch nicht ein. So, und jetzt, was weiß ich, das nächste Tool, das Mikrofon, was ich benutze zum Beispiel. Und füge das hier ein. Dann Beleuchtung könnt ihr nehmen. Beleuchtung. Und da habt ihr auch wieder einen Affiliate-Link für. Ja, ich mache dann hier jetzt mal wieder Punkt, 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 je nachdem, was ihr so an Equipment habt und verwendet. Und wie gesagt, bei verschiedenen Themenkanälen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kanal mache über Gärtnern, dann würde ich auch mein Garten-Equipment, was ich benutze, hier als Affiliate-Link reinsetzen. Ja, was weiß ich, ich benutze die und die Schlauchtrommel, ich benutze den und den Rechen, ich benutze die und die Axt oder sowas. Ja, oder ich habe, wie man zu Hause Brennholz herstellt,
einen Kanal oder mache einen Lernkanal über Liegendholz verarbeiten, in diesen kleinen Kettensägenschein oder was weiß ich, irgendwas in der Richtung, dann würde ich da auch immer mein Equipment mit reinschreiben. Das ist meine Säge, das ist meine Feile, um die Sägeblätter zu schärfen, das ist der Kanister, den ich benutze, das ist die Schnittschutzhose, die ich habe und, und. Also da packt bitte dann eure Affiliate-Links rein. Also ihr merkt schon, das geht auch für viele Kanäle, darum macht so ein standardisiertes Vorgehen Sinn. So, ich packe jetzt mal hier wieder einen Trenner zwischen für den nächsten Block und da würde ich jetzt wieder reinschreiben, Social, habe ich da geschrieben, Social Media. So, da kommt dann rein, was weiß ich, wenn ihr habt eine Facebook-Gruppe zu dem Thema. Und es gibt einen Instagram-Account. Ich mache hier exemplarisch unseren Link da auch mal wieder rein. Hier müsste jetzt kein Sternchen dran, weil es kein Affiliate-Dings ist. Oh, was ist da passiert? Oh, da bin ich. Hätte ich hier. Moment, das schneide ich einmal aus. Und pack das hier wieder rein. Das war verrutscht. Okay, so. Social Media. Ja, hätte ich da jetzt die Facebook-Gruppe, dann. Zum Beispiel, ich nehme den einfach hier mal wieder als Beispiel. Das wäre dann der Link zu Instagram und vielleicht Seite auch noch auf, was weiß ich, LinkedIn oder so. LinkedIn, Doppelpunkt. Und dann würdet ihr da auch euren Link entsprechend reinpacken. Okay, das wäre also der Social Media Blog sozusagen. Und dann mache ich hier wieder einen Trenner zwischen. Und dann gehe ich her und mache ganz unten drunter den Disclaimer für die Affiliate-Links. Ja, da schreibe ich dann zum Beispiel hin, alle mit Sternchen. Oh, nicht plus, ein Sternchen. Na, siehst du, Sternchen, nee, da fehlt ein N. Alle mit Sternchen gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links, bei denen ich eine Provision erhalte. Die Produkte sind deshalb nicht teurer. Irgendwie so. Okay, dann wissen die Leute auch Bescheid, dass ihr da Geld für bekommt und dann habt ihr das da auch sichergestellt. Und jetzt könnte man hier noch drunter schreiben, was weiß ich, dass die Links nicht zu Inhalten von oder außerhalb zu Inhalten von Facebook führen oder von YouTube und nicht Bestandteil der Plattform sind oder sowas. Ja, da müsst ihr auch immer mal gucken. Ich empfehle ja immer, guckt euch das nochmal bei eRecht24 an. Es gibt aber auch im Internet, ihr könnt da einfach nach googeln, da werdet ihr mit Sicherheit fündig, was ihr da unten drunter packen könnt und was nicht. Ja, wir hier in der Gruppe arbeiten halt mit eRecht24, das kann aber auch jeder x-beliebige andere sein. Ja, gut, okay. Und dann seht ihr schon mit der Beschreibung, ja, es kommt dann schon auch ein bisschen was zusammen, ne? Also man sieht mit dem bisschen, was wir jetzt gemacht haben, und ich habe hier ja jetzt keine wirklich große Videobeschreibung gemacht, steht hier doch trotzdem dann schon einiges unter eurem Video. Okay, was dazu? Jetzt muss ich mal einmal hier in meinem Fahrplan weiterblättern. Ja, genau, dann sind wir, habt ihr bis hierher Fragen erstmal? Gut, wenn keine Fragen sind, mache ich mal weiter, und zwar mit dem Tagging. Ja, wie man Thumbnail hinzufügt, haben wir uns gestern drüber unterhalten. Denke, das ist dann soweit klar. So, und jetzt geht es hier um die Tags. Ja, Tags sind die Suchbegriffe, die ich hier hinterlegen kann, zu denen ich gefunden werde. Wenn einer hier oben in der YouTube-Suche Suchbegriff eingibt und ich habe einen Tag dazu hinterlegt, werde ich in der Suche angezeigt. Ja, das sind die Tags. Und wie komme ich jetzt auf gute Tags? Ja, also ich persönlich jetzt hier, weil ich den TubeBuddy installiert habe, könnte mir hier unten welche raussuchen. Wir möchten das aber ja kostengünstig halten, also zeige ich hier eine Methodik, wie finde ich Tags raus
ohne Zusatzsoftware haben zu müssen. Und ja, da gehe ich einfach wieder für das Beispiel Build All Sales Funnel vor. Die erste Möglichkeit ist, ich mache hier mal ein neues Fenster auf und gehe nochmal zu YouTube in einem neuen Fenster und gebe hier oben in die Suche ein Builder All. Und jetzt habe ich nur Builder All eingegeben und nicht Sales Funnel. Und jetzt kriege ich schon eine Vorstellung dafür, auf was, nach was für Begriffen oder Wortkombinationen wird auf YouTube im Zusammenhang mit Builder All gesucht. Klar, an erster Stelle Builder All. Builder All Deutsch ist der zweitmeist gesuchte Begriff. Builder All 3.0, dann Builder All Tutorial, Builder All Canvas, Builder All 3.0 Deutsch, Builder All Domain verbinden und so weiter und so weiter. Also kriegt ihr hier schon mal eine Vorstellung davon, was sind gute Tags. Nach was suchen die Leute? Und die schreibe ich mir jetzt einfach auf. Ich würde mir jetzt hier einfach dann eben auf den Zettel schreiben. So, Builder All. Dann Builder All Deutsch, BA Deutsch, BA 3.0, BA Tutorial, Deutsch, ja, und so weiter und so weiter. Das ist Nummer 1. Schreibe ich mir alles schön auf oder mache mir eben hier ein Pages, Word-Dokument, Notizblock, eine Excel-Tabelle, egal, aufschreiben. Wie auch immer ihr dies aufschreiben dann löst. Nummer 1. Nummer 2, ich gehe hier zu Meister Google und mache da genau dasselbe. Ich gebe hier ein, Builder All. Und auch hier zeigt er mir wieder an. In der Google-Suchmaschine, wie wonach wird gesucht. Builder All Deutsch ist wieder hier. Dann Builder All Login. Ja, ob das bei YouTube dann so der super Suchbegriff Tag dazu ist, ob ich den nehmen würde, wahrscheinlich eher nicht. Preise 3.0 Business. Business kann man nehmen. Affiliate kann man nehmen. Builder All kündigen eher nicht. Die wollen dann aus Builder All raus. Das würde ich eher als negativ empfinden. Builder All Affiliate Programm könnt ihr nehmen. Builder All Erfahrung kann man auch nehmen als Tag. Die würde ich mir auch alle wieder aufschreiben. Ja, und dann die letzte gute Möglichkeit zu suchen ist bei Facebook. Ja, und auch hier gebe ich oben ein Builder All. Und, achso, und bleibt dann natürlich drauf. Und jetzt sehe ich schon, achso, ja, das ist jetzt durch meinen Inhalt, muss ich hier erstmal auf alle Ergebnisse. Das ist jetzt durch den Inhalt, den ich hier geliked und gejoint habe oder wo ich drin bin, vielleicht auch so ein bisschen beeinflusst. Aber ihr seht auch hier, gibt es einiges, wo man auf Tags kommen könnte. Business, Ambassadors, Builder All Nomaden, ja, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Hier ist sogar was mit Sales Funnel, Builder All Sales Funnel Ninjas. Das ist, meine ich, die Gruppe vom Marco. Builder All Deutschland, ja, Builder All Business ist hier nochmal. Die Katharina ist hier nochmal. Ja, genau, das wären alles Begriffe, die ich in die Tags jetzt übernehmen würde. Dann gehe ich hier wieder zurück auf YouTube. Ja, wie mache ich das dann? Gib das einfach ein. Builder All. Und mach dann Komma. Zack. Dann hat er den ersten drin. Jetzt war der nächste war Builder All Leerzeichen Deutsch. Komma. Hat er den auch drin. Dann war der nächste Builder All 3.0. Komma. Hat er den nächsten auch drin. Also ich mache mal ein Komma. Ne? Nicht Enter, sondern Komma, um dann das nächste eingeben zu können. Dann hatten wir Builder All, und jetzt schreibe ich auch schon BA, so muss ich ausschreiben hier, Builder All, Deutsch, nee, Tutorials Deutsch, so was, Tutorials Deutsch. Und wieder ein Komma, und ihr seht also und so weiter und so weiter, so gebe ich jetzt diese Sachen da ein. Wer die Zusatzsoftware TubeBuddy hat, kann ich auch gerne nochmal bei Gelegenheit einen Affiliate-Link drunter setzen von mir. Muss ich mal gucken, wann ich da mal zu komme irgendwie. Rechnet da nicht allzu bald mit. Der kann hier über TubeBuddy, kriegt der so ein extra Fenster angezeigt. Das seht ihr hier unten. Da kann ich jetzt hier zum Beispiel auf Score gehen und mir anzeigen lassen. Refresh. Achso, ich bin doch. Das kann ich von hier nicht. Ja, nein, das war Siri.
die dazwischen spricht. So, und jetzt sehe ich hier, Relevance und Score kann ich hier auswählen und kann danach mir hier Tag-Vorschläge anzeigen lassen oder raussuchen lassen. Er schlägt hier jetzt verschiedenste vor. Ich gehe mal nach Relevance, Build All Free Trail wird viel nachgesucht, könnte ich nehmen. Nach ClickFunnels wird gesucht. Ja, zu dem Begriff Build All Sales Funnel, ja, kann man machen. Sales Funnel, klar. Marketing Funnel schlägt davor. Affiliate Marketing, Internet Marketing, How to Make Money Online, Affiliate Marketing, Sales Funnels. Russell Bronson schlägt da auch vor, das ist ja halt der Chef von ClickFunnels. Ja, why not? Nehmen wir den auch noch mit rein. Builder or Review, ClickFunnels Alternative. So, und wie weit kann ich das jetzt treiben hier mit den Tags? Und wie viele nehme ich da rein? Naja, ein Stück weit. Man kann 500, dann macht auch 500. Oder dicht dran. Wichtig ist nochmal bei dem Tagging, dass ihr bei den Tags nach Möglichkeit den Großteil der Tags für einen Kanal, also wenn ich jetzt hier für Builder All Bootcamps die Videos tagge, dann sind 90% meiner Tags oder mehr dieselben unter jedem Video. Macht nicht unter jedes Video total unterschiedliche Tags drunter, sondern wir machen das hier mal einfach weiter. Zeige ich gerade mal. Nehmen wir den noch mit rein. Make Money und Clickbank. Naja, gut. Auto Create Sales Funnels, das passt ganz gut. Auto Build a Sales Funnel und Build All Affiliate. Und jetzt seht ihr schon hier 502. Das geht nicht, dann bin ich drüber. Dann nehme ich hier einen raus, der mir nicht so gut gefällt. Ich nehme einfach jetzt den letzten raus. Dann habe ich 479 von 500 verbraucht. Und das kann ich jetzt hier speichern. Dann habe ich wieder die Tags dem Video zugeordnet. Und fürs nächste Video gehe ich dann hier einfach auf Kopieren, alles kopieren und nehme dann diese ganzen Tags zum nächsten Video für diesen Kanal mit. Und was ich jetzt verändere an den Bootcamps, ist dann immer nur dieses Builderall, Builderall Deutsch, Builderall 3.0, Tutorial, Bootcamp, Builderall Lernen, das ist immer gleich unter allen Videos. Ich habe dann nur jetzt, so wie hier, wäre das Thema Sales Funnel. Im nächsten Bootcamp ist das Thema YouTube-Marketing. Dann steht da natürlich bei mir nicht mehr Sales Funnel drunter. Das lösche ich dann raus, den Tag, und packe dann den Tag YouTube-Marketing dafür rein. Ja, weil wenn jemand YouTube-Marketing sucht, soll er ja dieses Bootcamp finden. Und wenn er Sales Funnel sucht, soll er Sales Funnel Bootcamp finden. Für den Kanal selber, weil es aber ein Builderall-Kanal ist, hat das immer mit Builderall zu tun und die Tags sind immer gleich. Und außerdem erhöht dann das bei gleichen Tags die Wahrscheinlichkeit, dass ihr wieder nachher hier in dieser vorgeschlagenen Videosleiste mehr auftaucht. Und das führt wieder zu mehr Klicks und zu mehr Reichweite und zu mehr, ja, organischem Marketing eben. Gut, das dazu. Habt ihr dazu Fragen zu dem Tagging? Auch soweit klar alles. Gut. Ja, dann nochmal hier zu den Thumbnails. Wollte ich gerne noch mal ein bisschen was sagen, wie macht man gute Thumbnails oder wie baut man gute Thumbnails auf. Ich möchte dazu mal zeigen den Kanal oder die Kanäle von dem Daniel Hauber und dem Stefan Bayer. Die gucken wir uns mal an. Wo habe ich die beiden? Ja, da wollen wir mal einmal eben raus. Und hier irgendwo müsste ich sie doch haben. Da ist der Daniel, da ist der Stefan. Wir gucken mal erst beim Daniel rein. Der steht auch bei mir in der Liste so. Oder nenne ich das auch immer so rum. Also Daniel nicht, Stefan nicht, dass du jetzt meinst, dass ich den Daniel lieber habe, dass ich den deshalb immer zuerst nenne. Ihr steht bei mir in der Liste halt so rum drin. Ja, das hat also nichts mit einem Sympathiefaktor zu tun. Gut, nur dass wir das mal geklärt haben. Ja, ihr seht hier beim Daniel ganz toll, wie man YouTube-Thumbnails macht. Ja, ist ein super Beispiel für einen Kanal. Wenn ihr euren Kanal macht, guckt hier einfach mal beim Daniel und Stefan rein und orientiert euch da so ein bisschen dran. Die beiden haben da echt Peil von, die wissen, was sie machen. Ja, ihr seht hier auch so diese Kleinigkeiten eben. Jetzt abonnieren hier nochmal mit dem Pfeil, dann das hier auch mit eingebunden und eingebettet. Dieses Feld hier kann man nämlich entsprechend editieren. Ja, dann genau auch zugesehen, die Grafik, die hier angezeigt wird, ist ja nur ein kleiner Ausschnitt der großen Grafik auch vom Fernseher.
Und da eben auch genau darauf geachtet, dass Daniels Gesicht hier vernünftig drin ist, auch in der kleinen Ansicht, dass die Schrift auch voll zu sehen ist. Ja, und dann seht ihr hier schon auch wieder das hier. Es sind halt so die Details, die es nachher ausmachen, die den Pro vom Stümper unterscheiden, oder wie soll ich sagen. Also ihr seht, das ist bei mir hier auch alles lange nicht so professionell, wie das jetzt hier bei den beiden ist. Und das ist das, was ich auch gestern schon gemeint habe mit was ich bezeichne mit einem richtigen YouTube-Kanal oder so einem Lernkanal, wie wir den haben. Ja, das ist hier alles so ein bisschen auch wirklich auf YouTube angepasst und ausgelegt und nicht wie hier mehr so ein aufgezeichnetes Webinarformat, sondern die Videos produzieren die beiden auch speziell eben für ihren Kanal und der Kanal ist entsprechend designt und gestylt, das sieht man da. Ja, und wie gesagt, das sind eben so viel diese Kleinigkeiten, ja, so wie hier sowas, wie das hier, wie jeden Montag 19 Uhr ein neues Video, ja, dass auch verlässlich Content kommt. Die Leute wissen Bescheid, ich brauche das nicht lange suchen. Ich bin hier beim Daniel drauf und sehe sofort, zack, jeden Montag 19 Uhr kann ich mir gleich in den Kalender eintragen und bin am Start. Wie gesagt, es sind eben die Kleinigkeiten. Dann hier der Aufbau. Er hat hier eine Art Wiedergabeliste hier gemacht mit dem Thema, wie bekomme ich die ersten 100 Abonnenten auf YouTube, die besten Tipps für mehr YouTube-Abonnenten. Ach so, übrigens, Jungs, nochmal danke an Daniel und Stefan für die Tipps. Ja, weil genau das Thema hatte ich ja auch und ich habe es gerade hinter mich gebracht. Ich habe die ersten 100. Auch dank der beiden, muss man auch mal ganz klar sagen. Gut, okay. Hier nochmal Playlist-Empfehlungen, die der Daniel hier reingestellt hat. Ihr seht dann immer hier, wie viele Videos dann drin sind und so weiter. Und hier dann die letzten Uploads. Ja. Und auch da sieht man hier wieder an den Thumbnails, wie man es machen kann. Ja, ihr seht auch von den Farben her, von der Schrift her, das sind auffällige Farben, die nachher in dem Stream und in dem Feed, der an der Seite ist und auch nachher auch hier auf eurer, wie wir es ja jetzt hier auch sehen in der Ansicht, nachher auf der Startseite, das springt ins Auge. Das ist ein Eyecatcher, das zieht Aufmerksamkeit. Ja, darum dieses Design. Und auch die Schrift ist groß. Ich kann da ohne Probleme lesen, worum es geht. Es sind all diese Punkte, die ich vorhin genannt habe, auch für den Titel erfüllt. Ja, und der Titel soll neugierig machen. Darum hier offene Fragen. Kommt ein neues YouTube-Design? Wie bekommt man YouTube-Abonnenten? Ja, mit den Sales Angels bei Amazon auf Platz 1. Das soll Lust machen, sich auch das Video angucken zu wollen. Und da finde ich, das haben die beiden einfach super drauf. Ja, okay, das war mal hier der Kanal vom Daniel mal so zum Gucken. Ich gehe nochmal rüber auf den Kanal von Stefan. Und ja, auch hier sieht man wieder hier oben, ne? Es geht direkt hier oben aus dem Banner hier wieder hervor, worum geht es beim Stefan auf dem Kanal. Die Anzahl an Abonnenten und Views ist nicht entscheidend, wenn du weißt, wie du richtig targetierst. Und genau das ist das, was ich gestern auch schon mal gesagt habe. Wer da mit einem Unternehmen unterwegs ist und schon eine Nische, eine Sparte und alles fertig hat und möchte jetzt zusätzlich mit einem YouTube-Kanal durchstarten und dort sein Unternehmen, seine Produkte promoten, da ist dann hier der Stefan wirklich genau der richtiger Ansprechpartner, weil der einfach sehr gut weiß und verstanden hat, eben wie man seine Zielgruppe findet und richtig targetiert. Ja, das ist nochmal hier der Kanal vom Stefan. Auch hier gucken wir einfach mal rein, wie das so gestaltet ist, wie die Thumbnails aussehen. Auch hier sehen wir wieder von der Kanalgestaltung, von der Übersicht her, das kann man sich eben selber aufbauen. Hier gibt es auch so ein Begrüßungsvideo für neue Kunden oder wie soll ich sagen, für Leute, die zum ersten Mal auf dem Kanal sind, gibt es dann hier ein Video und auch wieder eine Playlist, die er zusammengestellt hat mit Inhalt. Na, man sieht dann auch hier, die sind auch die Videos vom Daniel eben mit drin. Ja, und auch hier vorher, nachher, vorher, nachher. Ein Abo, 100 Abos. Also ich finde immer, das ist sehr gelungen. Und auch dies hier. Ja. Ach sowas, das sind so Eyecatcher, das zieht Aufmerksamkeit. Ja, warum guckt der so fragend, rätselnd?
legal oder kostenlos? Und auch hier wieder die Fragen, ne? Builder Allrounder, ein Tool für alles. Ja, ist das legal, einen Konverter zu haben? Also ich finde halt, sind wirklich sehr, sehr gute Beispiele, wie man einen YouTube-Kanal gestalten kann. Wir gucken mal in eins der Videos rein. Und auch hier sei jetzt nochmal erwähnt, könnt ihr hier jetzt mit dem TubeBuddy, wer das Tool hat, mir auch noch anzeigen lassen, was für Tags benutzt der Stefan denn? Und wenn ich den Stefan, sage ich mal, als Konkurrenten, Mitbewerber oder wie immer ihr das nennen wollt, auf der Rangliste oder in der YouTube-Suche habe, dann könnte ich seine Tags übernehmen und versuchen, auch darauf zu targetieren. Ja, auch das sind Möglichkeiten, die man hat. Ist das legal? Ja, es ist völlig legal. Ist das nett und fair? Das machen ganz viele und schlussendlich entscheidet ja der Nutzer und auch der Content darüber, ob jemand dann nachher oben rankt oder nicht. Also nur, weil ich jetzt zum Beispiel hier vom Stefan die Tags nehmen würde und packe die alle 1:1 bei mir rein, heißt das noch lange nicht, dass ich deshalb über ihm ranke oder da überhaupt eine Chance hätte. Das hängt eben auch ganz viel vom Inhalt tatsächlich ab, vom Content. Und auch hier sehr viel von der Videobeschreibung. Und damit möchte ich euch halt mal einmal zeigen, hier der Stefan ist ein Meister der Videobeschreibung, wenn man mich fragt. Auch da guckt einfach mal rein. Da meine ich auch so einen Tick besser wie der Daniel. Weiß ich nicht, wie die beiden das sehen. Ob die das ähnlich aufnehmen oder sehen. Keine Ahnung, ich will mich doch nicht in die Brennnesseln setzen. Also Daniel, du möchtest mir verzeihen, wenn du das siehst. Ja, aber mir gefällt halt persönlich das, was der Stefan hier drunter hat und macht auch. Ihr seht auch, das ist na, mit optischen Trennern, es ist Platz dazwischen. Hier mit den Pfeilen davor, das ist hier und da mal auch ein Picon drin. Das ist alles mit Sinn und Verstand auch aufgebaut. Ja, also die beiden Sachen guckt euch mal an. Gut, dann möchte ich mit euch nochmal einmal in meinen YouTube-Kanal zurück. Ich wollte euch doch noch gezeigt haben, wie man jetzt Playlists, so wie jetzt haben wir gerade beim Stefan im Kanal gesehen, der hat ja Videos von Daniel da in seiner Playlist, ne? Wie kann man, ohne ein eigenes Video zu haben, auch einen YouTube-Kanal machen? Mit Playlists geht das. Und das wollte ich euch gerne nochmal zeigen, wie man eine Playlist herstellt. Dafür gehe ich auf meinen Kanal ins YouTube Studio Beta und gehe hier unter weitere Funktionen. Und wo haben wir es da? Playlists. Jetzt seht ihr, das sind die Playlists, die ich habe hier. Das sind die halt vom Bootcamp, ne? Bootcamp 1, 2, 3 bis 10. Und hier oben kann ich eine neue anlegen, neue Playlist. Jetzt kann ich hier den Titel der Playlist vergeben. Wir nennen die mal jetzt hier für unser YouTube Bootcamp YouTube or Learning Marketing OM. Die so kann ich hier festlegen, ob die öffentlich gelistet oder privat ist, nicht gelistet oder privat ist. Die soll aber mal jetzt öffentlich sein. So, ich erstelle die. Ja, hier ist es schon und jetzt kann ich hier einfach auf Bearbeiten gehen. Und jetzt gibt es hier wieder zwei Buttons, die gibt es bei TubeBuddy. Die wir nur noch nutzen, die aber jetzt absichtlich nicht, sondern hier den Video hinzufügen Button, den jeder hat. Klicke hier drauf auf Videos hinzufügen. Jetzt habe ich dir drei verschiedene Möglichkeiten, die Videos für die Playlist hochzuladen oder zu hinterlegen. Und zwar einmal hier ich kann einfach in YouTube nach was suchen. Ich mache das jetzt einfach gerade mal, was hatten wir gesagt? YouTube, organisches Marketing. YouTube, organisches Marketing. Ja, da tauchen jetzt viele unserer Videos auf. Moment, hier haben wir was. Affiliate Marketing für Anfänger. Organische Portale. Nachhaltiges SEO. Internet Marketing. Organisches Marketing versus Pay-per-Click. Ja, das passt doch irgendwie halbwegs zu unserem Thema. So, also sage ich zum Beispiel, dieses hier möchte ich. Und dann klicke ich hier einfach Video hinzufügen. Und schon, zack, ist dieses Video in meiner Playlist. Jetzt gehe ich wieder auf Video hinzufügen. Das war jetzt hier über diese Suche, Videosuche. Ja, habt ihr einfach den Begriff eingegeben
und wähle dann aus der Liste aus. Ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, direkt über die Video-URL zu gehen. Ja, was soll das? Wenn ich jetzt hier in der Videosuche, ich gebe nochmal ein, Video-URL. Wenn das jetzt hier in der Videosuche mir zu klein, zu knibbelig ist und ich denke, nee, das finde ich so nicht gut, dann könnte auch hergehen und mach das anders. Spring hier mal schon mal auf Earl. Mach mir ein neues Fenster auf, gehe wieder zu YouTube. Such jetzt hier Bilder All. Bilder soll, Bilder. Meine Güte, was ist denn heute los? Bilder All. Kann mal so schwer nicht sein. So, zack. Okay, die Kathi hat ein neues Video online, gleich auf Platz 1. Das ist ja der Hammer hier. Vor einem Monat das neue Bild All 3.0. Ja, das geht steil. Ja, die Katharina ist auch einfach top. Top, top, top. So, jetzt sehe ich hier den ganzen Kladderadatsch zu Bild All. Keine Ahnung, ich kann ja mal sagen, hier das von Katharina nehmen wir mal. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Endlich ist es... So, ja, liebe Katharina, und jetzt gehen wir hier oben in der Adresszeile, da steht jetzt die Video-URL. Da klicke ich einfach drauf, mache wieder Command-Copy oder STRG-C, wie immer ihr möchtet, und habe mir jetzt den Videolink kopiert, springe wieder zurück in mein anderes YouTube-Fenster und mache jetzt mit STRG oder STRG-V, Command-V, füge ich das einfach wieder ein. Jetzt findet er dieses Video von Katharina und ich sage dann hier wieder Videos hinzufügen. Zack. Und schon ist das zweite Video da drin. Eins können wir nochmal machen mit der dritten Methode. Meine YouTube-Videos. Das geht nämlich auch. Ich kann also jetzt auch hier Videos aus meinem Kanal nehmen. Ja, keine Ahnung. Was nehmen wir dann mal? Ich nehme hier mal einfach was, was ich hier die Sales Funnel. Ist ja nur als Beispiel. Ja, und sage dann hier einfach wieder Video hinzufügen. So, und jetzt habe ich im Endeffekt eine Playlist erzeugt. Wenn ich jetzt hier wieder rausgehe und gucke mir den Kanal dann an. Moment, einmal zurück. Gehe jetzt wieder hier in meinen Kanal rein. So, und jetzt seht ihr, das hier ist die neue Playlist, die wir gerade erzeugt haben. Wir hatten vorher hier unsere ganz normalen Bootcamp-Playlists drin. Und jetzt haben wir hier gerade eine neue Playlist erzeugt mit diesen drei Videos. Ich gehe da mal rein. Zack, dann startet auch direkt das erste Video, was wir hinzugefügt haben hier. Da Video Nummer 2, das von Katharina, und Video Nummer 3, das von uns. Ja, und hier wollte ich doch vorhin beim Stefan gezeigt haben. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Zeigt er mir zum Beispiel von ihm hier jetzt, wenn ich wissen will, zu was für ein Tagging hat er für sein Video benutzt. Jetzt seht ihr hier zum Beispiel rechts hier Text. Ja, und jetzt sehe ich seine ganzen Text und dann kann ich hier auch schon Copy to Clipboard. Kann man die einfach in die Zwischenablage packen und könnte jetzt auch ein Video machen, was dasselbe Tagging hat. Das geht aber nur, wenn man eben die TubeBuddy-Software, Zusatzsoftware installiert hat. Okay, das jetzt hier zu der Playlist. Jetzt möchte ich natürlich die Playlist für unseren Kanal da so nicht drin lassen. Gehe ich nochmal wieder hier einfach ins YouTube Studio Beta, hätte ich auch da machen können, ist egal. Und jetzt kann ich wieder hergehen, weitere Funktion, Playlists. Rufe mir jetzt die Playlist wieder auf, weil ich möchte diese Playlist wieder löschen. Ja, könnt ihr jetzt hier drauf gehen und habt dann hier die Möglichkeit, das auch auszulöschen. Ich kann hier auf Edit Playlist gehen, aber das war wieder eine TubeBuddy-Funktion, die hat dann wieder nicht jeder. Ja, und kann dann hier auch jetzt die Videos einzeln rauslöschen. Wenn ich jetzt sage, nee, das gefällt mir doch nicht so gut, oder sortieren wir erstmal, könnten wir auch. Moment. So, jetzt kann ich hier an den Anfang, ans Ende verschieben. Ich kann auch noch eine Notizen hinzufügen. Und für die Playlist kann ich ein Thumbnail verwenden. Jetzt ist hier das oberste drin. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ich möchte das hier genau aus meinem Kanal. Dann kann ich hier draufklicken. Jetzt nimmt er für die Playlist mein Kanalbild hier als oder mein Videobild als Thumbnail. Oder ich kann auch das von Katharina nehmen, hier mit mehr als Thumbnail festlegen. Ja, jetzt wäre das hier von Katharinas Video genommen. Dann kann ich das zum Beispiel an den Anfang verschieben. Zack, jetzt ist das von Katharina zuerst.
und mache trotzdem vielleicht das so und diesen hier. Ja, wir können auch nochmal eine Notiz hinzufügen. Kann man hier, was weiß ich, Schnack und Back speichern. Jetzt kommt hier diese Notiz. Ja. Oder dann eben hier entfernen. Ja, jetzt wären nur noch zwei Videos drin. Ihr könnt hier neue wieder hinzufügen, umsortieren und tun und machen, wie ihr wollt. Und hier auf den drei Punkten, ja, hier bearbeite ich, hier kann ich den Playlist-Namen nochmal bearbeiten. Und hier eine Beschreibung noch hinzufügen, wenn man das mag. Und hier hinten auf den drei Punkten eben Playlist löschen. Frag doch nochmal, ja, löschen. Jetzt ist die Playlist aus meinem Kanal wieder verschwunden. Ja, gut, ihr Lieben, habt ihr Fragen? Ja, keine Fragen mehr sind. Ich denke, das soll für heute dann auch erstmal wieder reichen. Morgen machen wir dann nochmal so ein bisschen die Reste, was so übrig geblieben ist. Gut, ihr Lieben, dann verbleiben wir so und verabschiede mich bis dahin. Ciao.